Heute sprechen wir darüber, was ich in den letzten Monaten über die Oberstufe und das Abitur ganz, ganz stark realisieren durfte. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute sprechen wir darüber, was ich in den letzten Monaten einfach so intensiv über die Oberstufe und das Abitur nochmal verstärkt gelernt habe. Ja, das habt ihr jetzt lange warten dürfen, bis ihr, sag ich mal, wieder so ein typisches Video von mir bekommen habt. Sowieso allgemein YouTube-Videos, aber auch vor allem, wo ich einfach wieder alleine bin und direkt zu euch in die Kamera spreche. Und da war es eben so, dass ich in den letzten Monaten habe ich vielleicht auf YouTube nicht so viel released und zwischenzeitlich auch mal 6 Wochen, glaube ich, gar keine Videos. Aber das hat natürlich nicht bedeutet, dass wir hier hinter den Kulissen untätig waren, wie ich entweder in einem der letzten Videos oder auch in einem der nächstkommenden Videos eben auch schon gesagt habe oder bald sagen werden. Wie gesagt, es geht hier mittlerweile einfach hauptsächlich um unser Coaching, darum, unsere Coaching-Teilnehmer maximal gut zu betreuen. Das erfordert einfach wahnsinnig viel Zeit, wahnsinnig viel Energie und einfach auch wesentlich mehr Fokus. Ja, deswegen das einfach die absolute Priorität ist und da ab und zu dann auf YouTube nicht so viel kommt. Bitte verzeiht mir das, aber mir geht es eben darum, einfach denjenigen Leuten, die halt sagen, okay, sie wollen wirklich halt ein intensives Coaching machen, denen halt wirklich im Detail maximal zu helfen und trotzdem auch all denjenigen, sage ich mal, einfach nur den Free-Content anschauen wollen, auch denen trotzdem an der einen oder anderen Stelle eben auch noch wesentlich, einfach wirklich wichtige Dinge mitzugeben, wie zum Beispiel jetzt gerade dieses Video. Denn wenn ich eine Sache in der letzten Zeit realisiert habe, dadurch, dass ich einfach mittlerweile so intensiv tagtäglich, mittlerweile einfach eine dreistellige Anzahl an Coaching-Teilnehmer betreue, ist es einfach so, dass mir nochmal auf einer viel tieferen Ebene so viele Muster bewusst werden. Ich habe ja in 2018, glaube ich, habe ich mal, sag ich mal, versucht, statistisch irgendwie zusammenzufassen, glaube ich, über 10.000 YouTube-Kommentare und Instagram-Nachrichten rund um die Oberstufe und das Abitur beantwortet. Und natürlich haben sich da schon so viele Muster rauskristallisiert. Ich habe so viele Parallelen zwischen den einzelnen Situationen von euren Nachrichten und so weiter erkannt, worauf natürlich auch viel in Bezug auf unser Coaching-System basiert, wo wir sehr viel darauf aufgebaut haben. Aber gerade jetzt, wo wir eben mit diesem System auch einfach so viel coachen, ich mit so vielen Coach-Teilnehmern eben nicht nur mal über eine kurze Instagram-DM oder so im Kontakt bin, sondern halt wirklich auch die Leute einfach auch in der Tiefe persönlich kennenlernen, wirklich weiß, okay, was ist bei jeder einzelnen Person wirklich in der Tiefe emotional, was hält einen da zurück, was sind da die Glaubenssätze, was sind da die Schwierigkeiten, die da auftreten, in welchen Fächern sind da die Probleme in Bezug auf die Lernstrategie beispielsweise. Dadurch habe ich einfach in den letzten Monaten nochmal auf so einer viel, viel tieferen Art und Weise eine ganz, ganz entscheidende Sache realisiert, und zwar, ob du in der Oberstufe und im Abitur sowohl notentechnisch als auch vom Gefühl erfolgreich bist, ja, also ob du quasi den Notenschnitt erreichst, den du haben möchtest, und gleichzeitig aber eben keinen Stress hast, keinen Druck, keine Angst, dich einfach auch gut fühlst, Spaß an der Schule hast, ob diese Sachen gegeben sind oder nicht, ja, basieren immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder auf den gleichen Prinzipien, ja. Es kommt einfach nicht vor, dass, keine Ahnung, ihr kennt das hier, sag ich mal, auch aus der Physik, ja. Keine Ahnung, wenn ich mal diesen Würfel hier nehme, ja. Jeder weiß ganz genau, was passiert, wenn ich diesen Würfel hier loslasse. Obwohl ihr weder jetzt hier in diesem Raum seid, noch diesen Würfel kennt, noch wisst, was unterhalb, sag ich mal, des Bildschnitts sind. Ich kann es gar nicht sagen, es ist nur ein langweiliger Holztisch. Aber wenn ich diesen Würfel jetzt fallen lasse, ja. Ich dachte schon, jetzt passiert was Schlimmes. Er fällt nach unten, ja. Er fällt jedes einzelne Mal nach unten. Und es wird kein einziges Mal vorkommen, dass ich ihn loslasse und er nicht nach unten fällt. Ja? Und genau so, das versuche ich euch eben auch immer wieder einfach zu sagen, mitzuteilen, euch dafür einfach auch euch das Ganze bewusst zu machen. Es sind einfach in jedem Bereich immer wieder genau die gleichen Prinzipien, auf die es ankommt, um darin erfolgreich zu werden. Ja? Wenn, wie gesagt, die Natur ist sowieso so aufgebaut, Schwerkraft, das Ding fällt nach unten. Ganz einfach. Ja, weil sich Gegenstände und vor allem größere Massen wie die Erde einfach anziehen. Ja, es ist einfach so. Und es wird einfach jedes Mal, in jeder Sekunde, an jedem Tag, zu jeder Tageszeit, egal ob du dich gut oder schlecht fühlst, es wird einfach immer so sein. Ja. Und genau das Gleiche ist es zum Beispiel auch im Sport. Ja, wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest, dann ist es einfach Fakt, dass du mehr Kalorien verbrennen musst, als du dir nimmst. Es ist einfach so. Wenn du mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrennst,
kannst du nicht abnehmen. Es ist einfach so. Ja, es ist einfach pure Mathematik. Ja, kann man einfach nicht ändern. Und genau das Gleiche gilt eben auch für die Oberstufe und das Abitur. Das war mir, habe ich davor schon stark geahnt, haben wir auch schon viel angewendet. Aber ich habe in den letzten Monaten so stark realisiert, dass es einfach genau so ist. Ja, jedes einzelne konkrete Detailproblem, ja, das sind viel zu viele, als dass ich die jetzt aufzeigen könnte, aber jedes einzelne Detailproblem von jedem Teilnehmer bei uns beispielsweise, können wir auf die exakt gleiche Art und Weise lösen. Ja, es geht nur darum, erstmal im Detail herauszufinden, was ist denn das konkrete Problem, was ist die konkrete Ursache und dann genau dafür spezifisch die Lösung zu haben. Das ist zum Beispiel auch übrigens der Grund, warum ich einfach auch mich mittlerweile so stark aufs Coaching fokussiere. Auf YouTube habe ich schon viele grundlegende Tipps gegeben. Ja, die sind super gut, die helfen jedem, wunderbar. Ja, aber alles, was darüber hinausgeht, ist halt nur durch ein sehr intensives Coaching möglich, weil ich auf YouTube zwar auf strategischer Ebene, sage ich mal, das meiste sagen kann, ja, aber es halt nicht nur darauf ankommt, was ich sage, sondern auch was von jedem einzelnen Zuschauer in dem Fall halt auch das konkrete Problem ist. Ja, und das ist eben genau das, was wir bei uns im Coaching machen, dass wir halt im Detail schauen, okay, was hält diese Person denn jetzt gerade wirklich persönlich auf wirklich echter, individueller Ebene halt gerade davon ab, genau die Ergebnisse zu erreichen, die die Person haben möchte. Und ich verspreche dir auch eine Sache, dieses Ursachenfinden ist viel, viel schwieriger, wenn man es bei sich selbst versucht und es nicht oft macht, als man denkt. Für mich ist es mittlerweile total einfach. Ja, ich kann mittlerweile eigentlich mit 1, 2, 3 Fragen bei jedem unserer Teilnehmer herausfinden, okay, wo ist jetzt gerade in Bezug auf diese Schwierigkeit gerade die Ursache und kann dann die entsprechende korrekte Lösung mitgeben. Ja, aber wenn man bei sich selbst das versucht, ja, schätzt man sich selbst wahnsinnig oft falsch ein. Ja, stell dir vor, du bist jemand, der hat keine Ahnung von Fitness. Ja, auch ich bin es, klar, ich habe schon grundlegende Kenntnisse, sag ich mal, wenn es um Ernährung, Sport und so weiter geht, aber bin da jetzt absolut kein Experte darin. Ja, da ist es vollkommen klar, dass wenn man eine Person ist, die, sag ich mal, wirklich überhaupt gar keine Ahnung hat und man zum Beispiel sagt, man will Muskeln aufbauen. So, und dann merkt man auf einmal, man trainiert 3, 4, 5 Monate mit irgendwas, was einfach nicht Hand und Fuß hat. Ja, dann ist es vollkommen logisch, dass man dann irgendwann merkt, okay, irgendwie mache ich keine Fortschritte. Aber warum du keine Fortschritte machst, weißt du nicht. Und du kannst dir vielleicht erzählen oder dir überlegen, woran das liegen könnte. Ja, ich gehe nicht oft genug ins Training oder die Übung funktioniert nicht oder meine Ernährung passt nicht oder das oder das. Natürlich kannst du dir ganz viele Sachen überlegen, aber was wirklich im Detail ist, weißt du halt nicht. Ja. Ich hatte zum Beispiel gestern wieder ein Gespräch mit einem Schüler und eben auch beiden Eltern, wo halt auch die Eltern halt ganz viele, ganz oft halt ganz viele Ideen schon hatten, woran es liegen könnte, dass die Schülerin, obwohl sie schon wahnsinnig viel lernt, nicht die Noten schreibt, die sie sich vorstellt, ja, aber wirklich im Detail wussten sie es halt auch nicht. Mir ist das relativ schnell auch im Gespräch schon klar geworden, aber das liegt einfach daran, dass ich eben so viele Teilnehmer mittlerweile betreut habe und eben so genau einfach schon weiß, okay, wenn eine Person das so und so ausdrückt, dann liegt das wahrscheinlich daran, weil man irgendwann die Muster sieht, ja. Manchmal, ab irgendeinem Punkt kannst du die Dinge einfach nicht mehr übersehen, ja. Aber wenn du es nicht weißt, ja, und es vor allem bei dir selbst versuchst, ist es einfach wahnsinnig schwierig, weswegen ich euch einfach nur empfehlen kann, halt euch auch wirklich bei uns konkret aus Coaching zu bewerben, weil nur da können wir halt schauen, was denn wirklich von außen betrachtet wirklich deine Probleme, und gerade auch wenn du bei uns im Coaching bist, kann ich halt im Detail schauen, was sind gerade die Ursachen, woran liegt das, und die halt für jedes, und das verstehen so viele nicht, für jedes einzelne noch so kleine Problem die konkrete Lösung mitgeben, die halt auch wirklich funktioniert. Einfach aus dem Grund, weil ich dir garantiere, dass du kein einziges Problem haben wirst, was ich nicht schon mal gehört habe. Ja, man denkt immer, oh, meine Probleme sind so speziell oder bei mir ist so besonders schwierig. Glaub mir, wir haben Teilnehmer bei uns, da herrschen richtig große Probleme, ja, auch auf emotionaler Ebene, oder die haben wahnsinnig große Lücken und so weiter. Alles da. Ja, du wirst nicht der Teilnehmer sein mit den größten Problemen. Garantiert dir. Das ist einfach so. Ja, und dementsprechend hast du da zum Beispiel, wenn du bei uns ins Coaching kommst, einfach diese so eine wahnsinnig große Sicherheit, dass du einfach all deine Probleme halt gelöst bekommst. So. Und der Grund, warum das halt auch so gut funktioniert, um eben auch den Anfangspunkt nochmal aufzugreifen, ist halt, weil die gleichen Prinzipien immer wieder zutreffen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel dir so denkst, so, boah, verdammt, warum schaffe ich es irgendwie nicht, in Mathe besser zu werden? Dann sind es wahrscheinlich erstens, dass du immer wieder die gleichen Denkmuster bei dir selbst über Mathe hast. Ja, ich kann keine Mathe, Mathe ist schwer, für Mathe muss man intelligenter sein als ich, für Mathe muss man irgendwie auch so ein bisschen geboren sein.
Es hält halt davon ab, dich einfach zu verbessern. Es ist einfach so. Ja, und bei diesem Coaching können wir genau diese Denkmuster zum Beispiel verändern, lösen und dass du dann eben auch befreiter in Mathe gehen kannst. Oder vielleicht lernst du Mathe auch einfach auf die falsche Art und Weise. Vielleicht traust du dir wirklich zu, besser in Mathe zu werden. Du steckst auch viel Zeit rein, aber du verwendest halt die falsche Strategie für Mathe. Dann ist klar, dass das nicht funktioniert. Ja, dann können wir dir halt auch für deinen persönlichen Fall eben auch in Bezug auf Mathe die richtige Lernstrategie mitgeben. Und dann funktioniert das Ganze halt. Ja, und das ist eben das Schöne, dass eben diese Prinzipien immer und 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 immer, und immer wieder greifen. Ja, deswegen überleg dir einmal für dich persönlich in deinem Alltag, was sind gerade die Schwierigkeiten, die du hast und was passiert da immer und immer und immer und immer wieder. Welche Prinzipien wiederholen sich da immer und immer und wieder und wie kannst du es entweder aus eigener Kraft schaffen, wenn du es bisher noch nicht versucht hast, die zu lösen, oder wenn du vielleicht auch merkst, okay, ich habe immer wieder, es treten bei mir immer wieder die Ergebnisse auf, die ich nicht haben möchte, ich fühle mich immer wieder unter Stress gesetzt, ich habe immer wieder Druck, ich habe immer wieder keine Motivation, um mich an den Schreibtisch zu setzen, ich habe einfach keinen Bock mehr, was auch immer. Und ich weiß vor allem gar nicht mehr, ich weiß, dass ich ein Problem habe, aber ich weiß nicht, was die Ursache dafür ist. Ja, dann bewerbe ich auch sehr, sehr gerne bei uns aus Coaching. Genau dafür sind wir da. Das machen wir jeden Tag. Wie gesagt, wir haben schon zigtausende Probleme 27 Mal gelöst. Wenn es um die Oberstufe und ums Abitur geht, wenn es um Ernährung geht, bin ich nicht euer Ansprechpartner, aber wenn es um Oberstufe und Abitur geht, ja, dann weiß ich da, denke ich, einfach so gut Bescheid wie wahrscheinlich nahezu niemand anderes in Deutschland. Und dementsprechend, wenn ihr da Bock drauf habt, mit mir zusammen zu arbeiten, dann bewerbt euch sehr, sehr gerne über den ersten Link in der YouTube-Beschreibung, einfach auf www.leoeckel.de gehen oder eben auf den ersten Link in der YouTube-Beschreibung. Bewerbt euch bei uns auf Coaching. Wie gesagt, unser Team wird sich bei euch melden, wird dann konkret schauen, okay, wie steht es gerade bei euch, wie können wir dir wirklich auch im Detail weiterhelfen, was sind gerade deine Schwierigkeiten, was sind deine persönlichen Ursachen für deine ja vielleicht bisher mangelnden Ergebnisse oder auch dafür, dass du dich eben stark unter Stress und unter Druck setzt, und dann können wir da einmal im Detail schauen, wie wir dir da konkret weiterhelfen können. Das heißt, bewerbt euch gerne über den Link in der YouTube-Beschreibung über leoeckel.de auf unser Coaching. Dann hören wir sehr bald voneinander und dann bin ich gespannt, ob wir uns dann bald auch im Coaching sehen. In diesem Sinne, denkt dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Leo.